Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Team Let's Hammer, Episode 2. Auf dem YouTube-Kanal in der dritten Spielerauf. Hallo. So. Ich krieg jedes Mal Angst, wenn du das sagst. In the previous episode, we saw killer plans from Mars. Mars. Mars? Ja. Also wir erkunden gerade den Planeten, obwohl wir eigentlich eine andere Mission machen wollten. Aber gut, ist ja gar nicht schlimm. Plante Fibre. Oh, das war ein sehr schöner Planet hier. Ja. Hab ich gut gefunden. Eine sehr schöne Planet. Ich habe Beef gefunden. Ich glaube nicht, dass es Beef ist. Ich sage es einfach, es ist Mars Beef. Mars Beef? Ist das dann mit Schokolade und Karamell? Oh mein Gott, die Marktlücke eigentlich, oder? So ein Schokoladenriegel mit Beef. What? Oh Gott. Nicht? Was? Nein. Oh Gott, ich dachte, ich falle jetzt runter. Da unten sind Spikes. Ach, ich schätze mal, das war als, ja, die, ich habe erst die Spikes gesehen und dann... Oh, eine Brücke. Über 7 Brücken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gehen. Aber ich bin froh, dass wir überhaupt den Planeten wiedergefunden haben, wo wir irgendwie von beiden Seiten beschossen worden sind. Das war der Planet, den wir, glaube ich, mal erforschen wollten. Und dann waren wir gestorben. Und dann haben wir ihn nicht mehr wiedergefunden und haben andere Sachen gemacht. Und wir haben ihn jetzt... Bumm. War das der? Ja, das war der. Scheinbar. Wenn du das sagst. Oh, da wollte er doch gerade hier sein Kamehameha auf mich abfeuern. Wo bist du? Ach so, ich bin gerade beim Fällen, weil ich brauche dringend Holz. Plant Fiber. Nee, Holz nicht. Holz ist langweilig. Aber ich brauche Bandages, weil ich bin doch so anfällig. Giant Flower Petal. Ich frage mich immer noch, was man mit dem Zeug. Ich bin doch so zartbeseitet. Sehr zart. Oh, Blistering Dice of Fire Sword. Klingt gefährlich. Oh. Guten Tag. Yeah. Also ich finde das mit dem Blubberblasen schöner. Das Ding kocht mir das Beef direkt. Narmot, ich schaue auf ein Monster und herauskommen Steaks. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, Coffee Beans. Ach du Scheiße. Ich muss mich jetzt dann leider verabschieden. Ich muss meinen Kaffeeplanet vorbereiten. Was? The Planet of Coffee. Du nennst ihn Starbucks, oder wie? Oh Gott. Ich würde es ihm sogar noch zutrauen. Ja. Alles wird gut. Ist das dann die Sprache, die man auf deinem Planeten spricht? Ich habe versucht, vom Dach hier in diese Etage reinzuspringen und das hat nicht geklappt. Es ist eine Koffein-Induced Rage. Ich mir das vorgestellt habe. So. Achtung, Spikes. Habe ich eigentlich schon gesagt, was ich mir vor kurzem gekauft habe? Nein. Weiß ich nicht. Ich habe mir tatsächlich das physische Kartenset von Cards Against Humanity bestellt. Oh, mit der versteckten Karte im Boden. Das ist die Bigger Blacker Box, die habe ich mir auch bestellt. Ja, ich will mir das auch unbedingt mal besorgen. Wir müssen das unbedingt in physischer Form spielen. Ich meine, am Computer geht zwar auch so als Überbrückung, aber ich glaube, das Ding muss definitiv in der Gruppe von englisch sprechenden Leuten, beziehungsweise Leute in Englischsprache. Definitiv. Von mir aus auch mit Genitiv. Dativ. Akkusativ, Dativ Ablativ. Ist Genitiv sein Tod. Ich habe gehört, es gibt ein Buch, das so heißt. Ja, habe ich sogar, glaube ich. Ah, taugt es was? Keine Ahnung. Oh! Was? Was hast du gefunden? Oh, Trompete! Ja! Oh mein Gott. Ich habe ein Saxophon. Wir können theoretisch ein Lied anstimmen. Ein Saxophon?
Saxophone. Was spielst du da? Ich habe keine Ahnung. Gymnopädie. Wir können ja mal was hier mit, dass die normale Hintergrundmusik. Wie mach ich das denn weg hier? Läuft. Ich glaube, du musst einfach ein anderes Item anwählen, dann geht das. Ah. Wir machen mal 12 Days of Christmas. Bandname ist DDS. Einfach klein geschrieben eintragen. So. DDS, nicht SSD. Nee, DDS. 12 Days of Christmas. Ja, DDS, okay. Klein geschrieben als Bandname und Play. Obwohl, Zucker braucht man ja für den Kaffee auch eventuell. Okay, gut, machen wir mal weiter. Sehr schöne Blaskapelle haben wir hier. Ja. Okay. Jetzt brauchen wir war nur eine Blockflöte für Nevermore. Okay. Und, jetzt beginnen wir. Oh Gott, ich hab mich Flöte. Hier. Ach, fuck, ey. Moment. Hier ist ein Baum. Nevermore. So. Dann ist die Blockflöte deine Rocktröte. Oh. Ich hab ein. What the hell? Du hast ein What the hell? Ich glaube, du was bist. Was ist das denn? Es wird nach. Dunkel war's, der Mond schien helle. Wasser. Wasser ist krasser, macht alles nasser. Wo ist denn N? Ist der schon kilometerweit vor uns oder ist der woanders? Ja, vor euch ist relativ. Der Planet ist hier irgendwie schon völlig erkundet. Ach so. Hier nur noch leere Kisten und so. Hm. Autsch. Garden. Autsch. Oh. Ah, no. Achtung. Kamehameha. Ah. Kamehameha. Ja, der Typ feuert das Kamehameha ab. Hab ich gerade beschlossen. Okay. Hadouken. Hadouken. Ja, ich hab die Spiele nie gespielt. Ich kann's nicht. Nicht? Nee. Ich glaube, das war quasi eine Viertelkreisbewegung, quasi von unten. Unten links, links und dann glaube ich der Heavy oder der Mid-Punch. Na dann. Wenn du das sagst. Alles klar. Ich kann mich rühmen, damals mal tatsächlich die Automatenversion von Street Fighter 2 gespielt zu haben. Meta-Module Component. Nice. Es war beim Zeltlager, wo wir gewesen sind im Sommer und an der Rezeption ach du Scheiße. Ja. Ah. An der Rezeption von dem Campingplatz, wo das Zeltlager war, da standen einige Arcade-Automaten. Unter anderem auch das hervorragende Samurai Showdown von SNK und tatsächlich auch Super Street Fighter 2. Wer spielt denn sowas? Ich glaube, ein anderes Jahr, wo wir da waren, stand da sogar der riesige, ich sag mal riesige X-Men-Automat. Der hatte sogar zwei Bildschirme und man konnte mit bis zu 6 Spielern gleichzeitig spielen. So, und das Ding war, da war einmal, au, goddammit. Ja, und einmal, als der Betreiber da das Münzfach geleert hat und so weiter, der hatte das Münzfach offen gelassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das mit Absicht gemacht hat. Wir haben dann tatsächlich dann hier die Franc-Münzstücke dann reingeworfen und unten wieder rausgeholt und hatten dann tatsächlich genug Leben, um dieses Spiel tatsächlich durchzuspielen. Und es war toll. Okay. Es war scheiße bockschwer, das Spiel, aber ich sag mal mit unendlich Leben so gesehen, konnte man tatsächlich mal das Ende sehen. Wow. Aber gerade so ein Titel wie Samurai Showdown und so weiter ist
ist so ein Spiel, das mir heute noch sehr, sehr am Herzen liegt. Gerade weil ich auch, ja, gewissermaßen... Im Herzen ein Samurai bist. Naja. Es war, glaube ich, eines der ersten Kampfspiele auch, das quasi Waffen benutzt hat, in gewisser Hinsicht. Okay. Es gab eine zum Teil zerstörbare Umgebung, was für ein 2D-Fight-Game jetzt nicht unbedingt selbstverständlich ist. Das stimmt. Es gab ein sehr, sehr, sehr interessantes, so eine Art Rage-Meter oder so, das man dann einen Spezialangriff ausführen konnte. Die Charaktere waren aber nicht ganz ausbalanciert. Aber trotzdem, es war ein sehr schönes Spiel. Als ich hier in Deutschland das Ding mal auf dem Super Nintendo gesehen habe, es gibt eine Super Nintendo Version davon, war ich ein bisschen enttäuscht. Also, das war schon deutlich weniger als das, was ich von der Arcade-Version kenne. Das, was halt da am nächsten rankommt, ist, weil es ja eigentlich auch die Automaten-Hardware ist, war die Neo Geo-Version. Die habe ich jetzt mal quasi gespielt über quasi Emulator. Für PlayStation 3 konnte man das irgendwie kaufen. Für das war irgendwie im Angebot gewesen. Hier 5 Euro oder so. Scheiße. Quasi das Originalspiel. Oh. I am vergiftet. Goddammit. Und ja. I am poison. Was soll ich sagen? Also jetzt trotz PlayStation 3, aber es fühlt sich genauso geil an wie damals. Aber man merkt schon, es ist ein schweres Spiel. Es ist ein Arcade-Ding darauf aus, Münzen zu nehmen. Es lebt davon. Es lebt von Münzen. Genauso wie der Bundesfinanzminister. Der Bundesfinanzminister und Arcade-Automaten sind quasi ein und dieselbe Spezies. Das ist wunderschön. Ich bin da, ja, definitiv. Der Arcade-Minister, oder was? Der Arcade-Minister, genau. Ich glaube, ich muss ein bisschen Abstand zu dir gehen. Ich sammle das ganze Plant-Fiber ein, das du eigentlich nehmen willst. Ich merke das schon. Aber ich nehme es auch, ne? Also. Ja, ja, das ist gut. Ich habe nur gerade Spaß daran, hier so durch die Gegend zu laufen. Ich nehme die Reste. So. Sample. Waren wir hier nicht schon irgendwie? Ja. Möglich. Bin mir ziemlich sicher. Und die It's Party Time Quest scheint es nicht gewesen zu sein. Nein. Nein, die muss ja erstmal. Dann würde ich sagen, starten. Wenn ich erstmal aufs Schiff zurück. Okay. Wie beamt man nochmal nach da? Da ist. Kaffee! Hast auch nicht mehr zu sagen, ne? Wir brauchen eine Kaffeeplantage. Okay. Wir nehmen kurz Home. Kaffee eben und Zucker müssen wir anpflanzen. Das Zeug abladen. Und wir brauchen Kühe. Gibt's sowas hier? Lass mich raten, du willst einen Hamburger bauen. Ein Hamburger-Imperium. Nee, Hamburger kannst du dann aus den Resten von den... Von der Milch. Wow. Ja. Quasi die Abfälle der Milchproduktion kannst du von mir aus dann zu Hamburgern verarbeiten. Die Abfälle? Die was? Die Abfälle aus der Milchproduktion, sprich die Tiere, die nicht mehr... Liebe Tierschützer von Peter oder wie auch sonst, als wenn ihr die Adresse von ihm haben wollt, E-Mails an. Beschwerde-E-Mails an Tiere sind lecker @derdrittespieler.de. Und wir werden mal schauen, wie wir euch ignorieren und wenn ja, in welchem Umfang wir warum das tun nicht? Können. Oh Gott. Ja, das war's dann mit unserer Internet Existenz. Ja, wir machen alles von Peter abhängig, ey. Wer ist denn Peter? Jetzt werden wir, das ist Peter. Werden wir zerberstet werden. Der Peter. Der Peter. Wir haben kaum noch Platz hier zum Dingsen. Ja, ich... Wir haben doch hier eine... Ich bin auch langsam am Überlegen, die Sachen, die ich aufhebe, so nach und nach irgendwie wegzuschmeißen, weil ich weiß auch nicht. Ja, die meisten Sachen schmeiße ich auch weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
Aber, warte. Ich wollte doch, ich habe doch hier tolle Sachen gesammelt. Warte, wo kommt man nochmal ins Inventar? Mit I. Ergibt Sinn. Was ist das? Bananenseed. Okay. Also, neben meinem Bett kommt erstmal ein Torture-Device. So. Und ich will eigentlich auch gar nicht wissen, was, wie man da Leute mit torchert. Oh. Was war das? Was macht das für Geräusche? Das Glowing Orb ist es. Macht schon seltsame Geräusche. Prison Cage. Dekorativ, durchaus. Was zum... Tut das. Ich... Was? Geräusche. Also, ich... Hat einer Idee, wenn man hier mit Leute quält? Womit? Damit, das ist ein Torture-Device. Steckt man die da oben drauf? Ich muss mal meine Freunde von Guantanamo fragen, was sie davon halten. Kannst du dich ja dann mal melden. Vielleicht können die noch ein paar Tipps geben, ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sein. Ich habe gedacht, oh, das ist aber eine schöne Lampe und dann habe ich das abgebaut und dann stand da Torture-Device. Ich war ganz unschuldig. Ganz unschuldige Gedanken gehabt. Ja. Das ist nicht selbstverständlich. Ha. Nicht. Nein. So. So, ich hab mal ein paar Knochen hier noch hingetan, weil... Keine Ahnung. Ich hab gedacht, die passen da irgendwie hin. Okay. Weins, Lava, ein bisschen so. Dirt, ein bisschen blauer Dirt vor allen Dingen. Alles wird gut. Alles wird gut. Wer immer hier reinkommt, die sollen direkt sehen, hier nach Motto, ja, yeah, Typ. Pass die mal haben's auf. Drauf. Passend so. Gefährlich. Gefährlich. Ganz gefährlich. Paul hier. Nee. Haben wir eigentlich irgendwo einen Mülleimer? Achso. Im Inventar. Ja, den hast du im Inventar. Kommt da irgendwas raus, wenn man den benutzt? Nein. Das wäre mal lustig, wenn da wenigstens irgendwie, was weiß ich, so ein Pixel rauskommen würde, so ein einzelner oder so. Was haben wir hier? Das könnte ich eigentlich... Das kommt weg. Das andere auf dem Schiff. Zoom. So, und wir können die Episode eigentlich wieder beenden. Wir sind durch. Was? Ja. Es ist, wie es ist. Und es könnte, wie es könnte. Es hätte noch immer Jodja Jange. Und was fort ist, ist fort. Oh Gott, die Knochen. Okay. Gut, ne? Ja. Ich finde, die haben was. Die haben so haben was eine gewisse Böses.
Von mir aus auch das. Ja, ja, gut, dann würde ich mal sagen, ne, tschö und so. Tschö und so und, tschö. So. Und denn hier? Quasi. Ja. Das ist hier oben. So. Ich habe einen Hammer gefunden. Necronix Heartcracker. Der Basis-Overseer hier. Das wäre der Overseer. Ich habe gehört, sein Wort ist Gesetz. Ja, und er muss die Basis aufräumen. Ja, ein andermal. Viel Spaß. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ciao.